Informationen frei verbreiten zu können und zu Informationen freien Zugang zu haben, sind Grundpfeiler der Demokratie. Wo diese Freiheit eingeschränkt ist oder unter Strafe gestellt wird, ist auch die Demokratie bedroht. Oder es herrscht schon eine Diktatur. In demokratischen Ländern ist die Pressefreiheit ein Grundrecht. Medien müssen frei, vielfältig und unabhängig berichten können, um in der Lage zu sein, die Öffentlichkeit zu informieren, Missstände aufzuzeigen und zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Im deutschen Grundgesetz lassen sich aus Artikel 5 gleich mehrere Grundrechte ableiten. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Pressefreiheit ist ein alter Begriff und leitet sich von der Druckerpresse für Druckerzeugnisse ab. Vor der Erfindung und Verbreitung des Internets waren dies in der Regel Flyer oder auf Deutsch Flugschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Plakate. Das deutsche Grundgesetz wurde 1949 verfasst. Heute würden die Verfasserinnen und Verfasser vielleicht Medienfreiheit statt Pressefreiheit als Begriff wählen. Welche Medienangebote fallen noch unter die Pressefreiheit? Aus welchen Medienangeboten informierst du dich?